Gut. Da vorne ist noch einer. Ich würde die einfach. Kann ich die einfach weiterfahren? Ich probiere es mal einfach jetzt mal, ob ich die kaputt fahren kann. Ein bisschen ausweichen hier. So. So. Und so. Und so. Geht schon, aber es ist nicht wirklich effektiv. Weil man, wie gesagt, oder wie ihr gesehen habt, eben zurückgestoßen wird. Ja, Hupen? Nee. Ach, falsche Taste. Verzeihung. So. Das hört sich an, als wenn es ein Rasenmäher fährt. Wieso sind das, wieso stehen die NVA-Soldaten rum in der Pampa? Keine Ahnung. Die DDR hat überall ihre Finger ins Spiel gehabt. Oh ja. Auf sie schießen, Mann. Boah, die Landschaft ist sehr beeindruckend. Schnarch. Oh. Ist der gut oder schlecht? Ich glaube, ich hau lieber ab. Tschüss. Oh ja, der schießt auf uns. Scheiße. Oh, nur? Ach du Scheiße. What to do, what to do? What to do? Upsala, da hat eine Rakete reingeballert eben. Ich weiß nicht. Probier gleich nochmal. Oh Gott, an das kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Oh, lauf, Mann, Kate, lauf. Lauf, tu, lauf, taum. Wieso ist hier keine Knarre equipped? Was war das denn eben? Alter. Willst du mich verarschen? Ich glaube, der schießt mit Raketen um sich, so wie es aussieht, der Arsch. Hä? Wenn ich hochgehe, knallt es. Okay, schieß mal auf ihn. Vielleicht klappt's ja. Haut er jetzt ab? Nee. Ich versuche ihn mal zu erledigen. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Wahrscheinlich eher nicht. Alter, nicht mal das Scheißding. Doch, ich bin erwischt. Das ging ja einfach. Boah, spektakulärer Absturz. Jetzt aber. Sehr gut. Mensch, Kate, den Hubschrauber runtergeholt, ey, das ist doch... Das gibt bestimmt eine Gehaltserhöhung, ey. Hoffe ich mal. Es ist auf jeden Fall mal langsam... Wie sie beide synchron rüberstürzen. So. Hier ist ein Knopf. Ah, da ist noch ein Knopf aufgegangen. Mein Gott, ist das alles spannend gerade, ey. Ja, runter, komm. Runter geht. Auf die Knie. So, ich bin zu faul zu laufen. Ah, unser Code Scrambler. Haben wir ihn? Wieso ist die Musik so komisch? Egal. Ey, falsches Ding, das ist der Kamera. Ah, scheiße. Nochmal. Ja, ich muss das mal knacken, dann kümmere ich mich um den, der auf mich schießt hier. Hä? Egal. Los, Rinder! Yeah! Das ist wahrscheinlich das Untergrundlabor. We found it! Stay alert. There's been some trouble upstairs. What kind of trouble? Spy trouble. How do you know? That's just what they told me. I'd like to see a spy try to get in here. Well, make sure you're ready, just in case one does. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. So, willkommen zurück. Während es draußen sich zu Tode schneit, aber wirklich kräftig,
Habe ich mir gedacht, wir sind jetzt, wir begeben uns in diese wunderschön kuschelig warme Höhle und weiter nach Doktor, Prof, Med, Habilis, Schenker zu suchen. So, Wumme ist fertig. Und wir müssen das Sicherheitsbüro finden und den Alarm ausschalten. Okay, dann mal ganz langsam hier. Und ich habe natürlich wieder keinen Schalldämpfer. Ja, juhu, das ist super. Das ist nicht gut, egal. Ach so, langsam laufen, langsam. Es hallt ja alles sehr doll jetzt hier, dieses Metallzeug. Oh Gott, das ist ja alles voll hier. Also das wird nicht ohne Alarm ausgehen, das sehe ich jetzt schon. Das sind zu viele Wachen. Und zu wenig Deckung, zu laut. Ich hätte auch hier schon wieder eine Kamera. Da. Ich versuche mal hier lang zu gehen. Aha, ich wurde schon gesehen, alles klar. Kann ich den Typen abknallen, ohne dass die Kamera ihn sieht? Ich glaube nicht. Aber er geht weg, sehe ich gerade. Dann warten wir mal, bis er außer Sichtweite ist und dann versuche ich mich mal an der Kamera vorbeizuzwängen. Ach, er geht hoch. Ach du Scheiße. Da ist der andere. Das ist jetzt nicht einfach. Oh Gott, hau ab. Ach, das Geländer schützt mich auch nicht schlecht. Nee, nicht wirklich. Ach Mensch. Das ist jetzt blöd. Na komm, dann kämpfen wir uns durch und schalten den Alarm erstmal aus. Das ist eine riesige Safe-Tür. Geht nicht. Ist das nicht das Wachhäuschen hier? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, wo es hier lang geht. Eieiei. Hätte man das besser machen können? Bestimmt. Ach, das ist der Haupteingang. Alles klar. Für die Fahrzeuge. Was ist das für ein Schalter hier? Ach, das ist das Teil hier. Ha, Mist. Ach, Kacke. Na los denn, weiter hier. Wie soll man das denn? Jetzt aber mal ernsthaft, wie soll man das denn bitte schaffen, so vorbeizukommen? Quasi unmöglich. Also wie oft dieser blöde Alarm hier schon gequakt hat. Mal kurz auf die Phosphorgeschosse umschalten. Weil mir gehen die Dumm-Dumm-Geschosse aus. Ist das hier das? Ah, hier ist ein Sippo. Der lässt sich gar nicht stören. Ja, ich bin der Neue hier. Die Neue, meinte ich. Ich geh mal hier lang einfach. Ich hab keine Ahnung. Please. What the heck?
National Geographic Magazines. That's unexpected. Falls euch wundert, dass die Schrift kleiner ist, die Untertitel, das liegt daran, dass ich die Auflösung erhöht habe. Auf 1080p. Naja, quasi im 4:3 geht es da nicht wirklich. Jedenfalls nicht in der vertikalen. Quatsch. In horizontalen. Okay. Das ist also ein Lagerraum. Wie gesagt, mit National Geographic Magazin. Die Wachen eben gesagt haben. Und das ist alles Kacke, was ich wieder mache hier. Das ist doch gar nicht so geplant wahrscheinlich, dass ich hier durchrenne und einfach alles abknalle. Oh, wo kommt ihr denn her? Uiuiuiui. Schande über mich. Ja, nur ist egal. Stürmen wir den scheiß Komplex und holen Dr. Schenker raus einfach. Aber schön ist es nicht. Wieso ist das Ding zu? Keine Ahnung. Keiner weiß es. Was ist das hier? Sicherheit. Oh, ist auf Deutsch sogar. Warum ist das auf Deutsch? Hier war ich doch gerade, oder? Ja, hier war ich gerade. Und hier unten, glaube ich, war jemand noch, oder? Hier war doch eben einer noch. Na gut, ich habe ja gerade ein Schweißgerät aufgenommen, genau, den Zigarettenanzünder. Sonst hätte ich das Schloss nämlich... Ne, hätte ich gar nicht aufschließen können. Wieso konnte ich den eben nicht erschießen, weil da noch hier die Tussi im Weg war? Alles klar. Was ist das? Ein Sicherheitspass. Super, bringt mir gar nichts. Ah, hier ist der Alarmschalter. Oh, endlich Ruhe, oder? Gut, jetzt können wir wieder schleichen. Und jetzt müssen wir Dr. Schenker finden. Bist du Dr. Schenker? Nee, ne? Nicht wirklich. Vielleicht seine Geliebte. Hm. Ruhe, endlich. Wie ich es vermisst habe. Wenn wir mal die Wumme wieder umstellen. Wir gehen oben lang. Und ich Idiot hätte mir mal einen Schalldämpfer mit auf die Mission nehmen sollen. Habe ich total vergessen. Beim Waffenausrüsten. Geht's hier lang? Wo muss ich überhaupt lang? Ach nee, halt, ist vielleicht dieser Fahrstuhl jetzt da frei? Das hier vielleicht? Ah, ach, dafür brauchte ich die Karte. Und runter, hoch, wie auch immer. Runter, glaube ich. Los geht's. In die Katakomben. Von Cheyenne Mountain. Genau. Sieht ein bisschen aus wie Cheyenne Mountain. In Stargate. Nicht, dass ich Stargate mag, jedenfalls die Serie mag ich nicht. Den Film fand ich super. Und ich finde es immer noch schade, dass es keine Filmfortsetzung gab, sondern die Serie so breit getreten wurde. Mit MacGyver. Super. Der genau zwei Regungen hat im schauspielerischen Bereich. Dumm zu gucken oder dumm zu gucken. Hier lang? It is not. It is too. It is not. It is too. It is not. It is too. Scheiße. It is not. It is too. It is not. It is. Ah, hell, I can't even remember what we were talking about. Me neither. Ja, das ist blöd. Also, das ist echt scheiße, dass ich keinen Schalldämpfer habe. Also, ich hätte auf den schießen können. Das hätte nichts gebracht. Aber echt nichts. So, hier Streithähne. Muss genug hier, ne? Deswegen kann ich auch noch weiter so rumrennen hier. Das ist eigentlich vollkommen Wurst. Befürchte ich. Gehen wir mal kurz die andere Seite nochmal lang.
was ist. Kamera, das Schloss ist kaputt, da kommen wir wohl nicht durch. Die Tür ist verschlossen. Wer hat denn das Schloss kaputt gemacht? Ach Gott, das war sehr dumm. Machen wir es nochmal.